Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough. Es ist soweit, ja, früher oder später musste es doch wohl passieren, oder? Ja, wir spielen das Resident Evil 2 Remake, was Anfang diesen Jahres, also 2019, herausgekommen ist, was mir, ich nehme es mal vorweg, verdammt gut gefallen hat. Wo ich so viel Spaß dran hatte, dass ich das Spiel mittlerweile mit der Platin-Trophäe ja, nicht beendet habe, aber ja, diese Trophäe errungen habe. Das heißt auch, wir haben ja, alle Spezialwaffen im Inventar, also Raketenwerfer, Minikanone und sowas, aber die werde ich nicht benutzen. Weil, also das wird jetzt hier so ein ganz normales, lockeres Playthrough, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelche Sachen, die ich geübt habe, um den Veteranenmodus möglichst schnell durchzuspielen, was aber weit entfernt von einem Speedrun ist. Also wollen wir nicht hier falsche Sachen hinauswerfen. Egal. So, wir starten die Kampagne. Ich habe mir überlegt, da ich das Original damals mit Claire A und Leon B gespielt habe, werde ich das Ganze jetzt mal umgekehrt machen. Wir werden das erste Szenario fürs erste mit Leon spielen. Und ja. Werden wir mal schauen, was uns da so erwartet, ne? Am ersten Tag eines neuen Jobs. Und ja, wir spielen auf dem Standardmodus, würde ich mal sagen. Der ist recht lustig, der hat diesen anpassbaren Schwierigkeitsgrad. Ne? Soll heißen, wenn wir gut spielen, dass das Spiel dann quasi sagt, ja, ich mache jetzt mal die Feinde ein bisschen aggressiver. Und wenn wir schlecht spielen, nimmt das Spiel das so ein wenig wieder zurück. Das ist immer ganz lustig. Aber okay, ich bin jetzt mal Nein, ruhig. Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Für das Intro. Erzähl uns die Geschichte. Ich Erzähl. versuch's. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Echt mal, Mann, du Leicht, wer soll denn sowas glauben, bitte? Ich denke, das ist vollkommen gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Naja, ist nicht gut. Oh Gott! Scheiße! Alter Verwalter, genau vor den Kühlergrill. Tja, da hast du etwas zu bestehen, fürchte ich, ja? Nein. 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 Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Weglaufen, und zwar ganz schnell, würde ich mal sagen. Oh Gott. Ja, der gute Truckfahrer. Ja, und da sind wir als Leon. Machen wir halt an der Tanke. Haben auch diesen schönen Jeep wie im Original. What we got here? Niemand da? Scheint nicht so der Fall. Komisch. Können wir wohl umsonst tanken, oder? Naja. Ah ja, übrigens, ich habe den Original-Soundtrack eingestellt. Hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen.
Der vom Remake, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Deshalb habe ich eigentlich dann nach dem ersten Durchspielen fast immer mit dem Original-Soundtrack gespielt. Werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Wenn ja, dann sorry. Wie dem auch sei, wir sehen uns mal hier oben. Telefonzelle und können mal können mal gucken, was der Sprit so kostet. Und ja, da scheint es Richtung Raccoon City zu gehen. Dann können wir jetzt mal quasi so Silent Hill-mäßig dahin joggen. Heimat von Umbrella. Was haben wir hier? Corty's Painting Company. 100 Jahre 100 Jahre des Services. Dingo Red Cigarettes. When life has you seeing red, enjoy the wild taste of Dingo Red Cigarettes. Get wild, now on sale. Oh Gott, auch noch Zigarettenwerbung. Weiß nicht, was Capcom da in letzter Zeit mit hat. In Devil May Cry 5 war es ja irgendwie auch voll damit. Auch wenn das Spiel im Intro da ja sagt, dieses Spiel verherrlicht nicht das Rauchen und dergleichen, aber naja. Gut. Möchte ich lieber nicht zu viel zu dem Spiel Hier draußen ist sagen. nichts. Ja, hier draußen ist nichts. Ja, ich sag nur, es hat mir nicht so gut gefallen und belassen wir es mal dabei. So, wir sind jetzt hier. Ja, wir können leider nicht, oder vielleicht auch besser nicht zu Fuß nach Raccoon City joggen. Wir sehen hier aber einen Wagen des Sheriffs. Und den Sheriff nicht da drin. Das sollte uns doch ein wenig Magenschmerzen bereiten. Hamburgers. Naja, okay. Gehen wir mal rein. Kein Licht brennt hier drin. Hallo? Irgendjemand da? Aber hey, eine Taschenlampe für uns. Hier stimmt was nicht. Ja. Den Stromausfall. Ich höre da jemanden atmen. Ist der denn nur? Beer on sale. Lecker. Alles in Ordnung? Da ist er. Oh Mann, was haben die mit Bleiben Sie dem da. gemacht? Ich komme zurück. Ja, ich komme zurück. Um deinen Nacken kümmere ich mich dann mal später, ne? Okay, da kommen irgendwelche seltsamen Geräusche aus dem Lagerraum. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, zwar nicht näher! Sheriff. Oh Gott! Was zum Teufel? Ja. Stopp! Ich schieße! Ah, Scheiße! Ja, der hört nicht so gut. So. Hier rausgehen. Wir nehmen den Schlüssel mit. Dazu, dass wir hier lang gehen. Ja, die schnelle Drehung ist auch an Bord. Der Penner steht schon wieder auf. Schnell hier mal aufschließen. Dann sind wir wieder vorne im Laden. Oh Gott. Was ist so? Was ist das? Nicht schießen! Runter! Kommt mir bekannt vor, die Szene. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Festhalten.
Hat er seinen schönen Jeep geopfert. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ja, ich glaube, wenn die beiden das wüssten, dann wären sie lieber zu Hause geblieben. Ja. Damit haben wir den Prolog hinter uns gebracht. Und ja, es wird nicht wirklich besser von hier aus. So viel sei gesagt, aber ich denke mal, die meisten, die zuschauen werden, haben das Spiel selber schon gespielt. Und wenn nicht, dann schaut ihr jetzt zu und spielt das nicht selber. Das ist so verdammt gut, das Spiel. Eines, wie ich finde, der besten Remakes aller Zeiten, bin ich ganz ehrlich. Also Resident Evil 2, das Original, ist immer noch mein Lieblingsspiel der gesamten Reihe. Ich tue mich da schwer, welche dabei eigentlich besser finde. Also ich sage es eigentlich immer so, dass im Moment ist dieses Remake meine bevorzugte Wahl, Resident Evil 2 zu spielen. Aber belasse ich es eigentlich immer. Also da steht bei mir auch so ziemlich ganz weit oben bei mir. Meiner Resident Evil Hitliste. Aber okay, so. Genug davon, eigentlich mehr so Stoff, den man am Ende bespricht. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Ja, dieser naive, unschuldige Leon. Bevor man seinen Charakter noch nicht irgendwie komisch gemacht hat. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ja, diesmal. Fahr rückwärts! Diesmal ist der Zombie nicht hinten auf der Rückbank. Oh Gott. Was zur? Aussteigen? Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Es geht wirklich so was da. Und haben wohl Glück. Oder auch nicht. Oh nein. Claire! Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Ja, und das heißt, da sind Chaos. Wir nun am Anfang des Originalspiels quasi auch, wo wir durch die Stadt laufen, auch mit der gleichen Musik. Natürlich 1:1 wird nicht alles sein, wie ihr das wahrscheinlich auch schon kennt, wenn ihr das Spiel gespielt habt, da gehe ich jetzt mal einfach von aus. Ist auch nicht so ein weiter Weg, den wir zurücklegen müssen. Sind alle so. Alle verwandelt. Ja, vielleicht auch nochmal eine Erinnerung daran, falls ihr das Original nicht so kennt, dass dieses Spiel spielt ja im Jahr 1998.
Ja, deswegen werden wir hier sowas wie Smartphones und sowas. Da ist sie. Polizeistation. Nicht sehen. Das ist eine Erinnerung an eine bessere Zeit. Ja. So, da sind wir auch gleich bei der Station. Hier draußen wollen wir möglichst keine Munition liegen lassen. Ungefährliches Fahrzeug. Oh Gott. Was für ein. Ja, das ist dann auch quasi die Stelle, wo diese One-Shot-Demo eingesetzt hat, die man für 30 Minuten spielen konnte, die ich ja auch damals mal hochgeladen habe. Aber diesmal haben wir kein Zeitlimit. Was zum? Das finde ich auch immer cool, dass sie mal, wenn du so auf, wenn man so auf Leute zielt, dass sie da immer einen Spruch ablassen. So was wie Scheiße oder ich schaff das oder bleib ruhig und so, also ein Käse. Oder nicht Käse. Das wirkt eigentlich sehr natürlich, denn ja, was würde man denn selbst in so einer Situation tun? Da würde man auch die ganze Zeit vor sich her fühlen. So, ja, hier ist soweit nichts. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in diese angeblich sichere Zuflucht. Und hören vertraute Musik mal wieder. Hallo? Ist irgendjemand hier? Sieht nicht danach aus. So, nehmen wir hier das schöne Spray mit. Sollte man immer dabei haben. Den Schlüssel können wir wegwerfen, da ist so ein kleines Häkchen dran. Das heißt, dieses Objekt ist dann nicht mehr wichtig für uns. So, Schreibmaschine. Die schöne Truhe haben wir hier. Und ja, wir sehen hier, Deluxe-Waffen wurden hinzugefügt. Die werde ich nicht nutzen. Ich werde aber, also zumindest nicht die mit unendlich Munition. Ich werde hier, um das Spiel tatsächlich ein bisschen schwieriger zu machen, werde ich die Samurai Edge von Albert nehmen. Die ist ein bisschen schwieriger anzuhaben. Also da, bis sich dieses Zielkreuz verkleinert, das dauert da ein bisschen länger. Angeblich soll die auch ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist mir aber bisher bei vielen vielmaligen Durchspielen nicht so sehr aufgefallen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, also nutzen wir die einmal. Das ist auch keine von den Waffen, die man erspielt, sondern die kriegt man, oder die hat man als Vorbestellbonus mit dazu gekriegt. Oder beziehungsweise, als ich das im Handel gekauft habe, bei mir war da so ein Code dann mit dabei. Also ich habe es nicht wirklich vorbestellt. Ich habe es mir zum Release gekauft, aber bei mir halt war halt dann so ein Code dabei, wahrscheinlich bei allen anderen auch. Aber egal. So, wir sehen uns hier mal ein bisschen um. Gute alte Polizeirevier, ja. Ein bisschen verändert, ne? Wir haben jetzt hier nicht so eine Leiter, die wir erst im oberen Stockwerk herausfahren müssen. Wir können da direkt einmal hochgehen. Und dann hier uns ein wenig umsehen, hier in diesem Wartezimmer, wo jetzt auch keine Schreibmaschine mehr ist, wie im Original. So, stattdessen liegt hier aber eine Stadtbroschüre. Da wollen wir doch mal gucken. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ungewöhnlich, ja. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Wohl wahr, wohl wahr. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt. Egal. Ich habe mich gerade versucht, hier an diese olle Zahlenkombination zu erinnern. Ich glaube, das war 6. 2. Na, nochmal 6. 2 und ich glaube 11. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich schon zu viel rumgedreht. Also nochmal. 6, 2, 11. So. Ja.
kriegen wir eine, ja, so eine kleine Mündung da für unsere Matilda, also Waffen aufrüsten. Das gibt's hier auch. Diese Kombination findet man normalerweise ein bisschen später im Spiel. Aber dadurch, dass ich es einige Male gespielt habe, kenne ich die natürlich auch. Die ändern sich halt auch nicht. Und ja, das machen wir uns einfach mal zunutze. Auch wenn ich die gerne mal immer wieder vergesse. Also irgendwie habe ich tierische Probleme, manchmal mich an die zu erinnern. Ich bin jetzt auch schon wieder gerade am Nachdenken, wie die Kombination da für den anderen Raum ist, wo noch ein Safe steht, nämlich in diesem hier, wo ja eine Schlüsseltür ist. Aber okay, so, ja, das kennen wir aus Resident Evil 7. So, ja, kommen wir sonst hier noch nicht so viel weiter. Ich werde mal das Spray wegstecken. So viel Heilung brauchen wir jetzt nicht. Und dann schauen wir uns mal den Laptop hier an. Ja, wie gesagt, aus dem Jahr 1998.